Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen. Ach, das war nur ein normaler? Ach so. Wir werden den Sieg erringen. Warum? Was ist das denn für eine Sprache, du? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Er kommt bestimmt gleich an. Fällt ihr? Wo ist er denn? Du hast nur gekillt, Stil. Du hast gar nichts gebracht. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, woher kommt die überhaupt? Seinen Kopf zu holen. Ihr versteht, die ist wirklich ein bisschen zu sehr auf das Killen. Niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Ah, ja, und ich habe sie gerade gelesen. Wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich Na, wieso denn nicht? Zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, werde ich das auch nicht müssen. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Ich habe dir nicht zugestimmt. Super. Das ist doch mal Demokratie, wie sie funktionieren soll. Ich kann mich noch nicht mal bewegen. Schade. Was sagt ihr überhaupt? Ach, deshalb ist das Ding kaputt gegangen. Land sterblich Drachenfall. Wow. So. Oder der wurde irgendwann anders wieder gebracht. Der trifft doch gar nicht. Na, endlich. Die hat auch ein bisschen genervt. Ja, erst einmal fangen. Nicht die Stimme benutzen und so weiter. Alten diesem Zeitalter und schicken euch fort. Ihr seid verfallen. Das ging ja mal ziemlich einfach. Wir schreien euch hinaus von all unseren Enden bis zum letzten. Wow. Ihr seid verbannt. Na gut. Es hat funktioniert. Ihr habt es geschafft. Und wieso? Weil der sich nicht an den Plan gehalten hat. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Interessantes Wort. Er lernte den Schrei Drachenfall, blablabla, haben wir jetzt. Und jetzt muss ich Alduin bezwingen. Jetzt schon? Ist gefüllt mit den Seelen eurer sterblichen Mitgeschöpfe, Dovahkiin. Oh, der ist ja schon da. Und erwartet Ernsthaft? Das Schicksal in Sovngarde. Muss das jetzt sein? Lost Fund. Wow. Ihr kommt zu spät, Alduin. Das ging ja schnell. Benutzt Drachenfall, wenn ihr es kennt. Ja, ich kenn's ja schon.
Die Drachenfall. Wo ist er denn? Hier ist der Drachenfall. Sterblich, endlich, temporär. The fuck? Wieso temporär? Die Seele eines Drachen und zwingt die Bessie dadurch zur Landung. Ja, gut. Jetzt muss ich den nur noch treffen. Mal gucken. Nicht, dass ich aus Versehen den falschen erwisch. Jetzt muss ich aufpassen hier. Der ist es auf alle Fälle. Der mit den vielen Zacken. Guti. Vor allem habe ich den schon gelernt, ne? Ich habe noch nie mal ein Wort dafür ausgegeben. Wo ist er denn? Da. Gut, dann hätten wir das. Drachenfall haben wir. Das ist aber nicht so Drachenfall-mäßig gewesen, sondern mehr so, ich sollte vielleicht langsam landen. Ja, was haben wir denn mal? Wirbelwind-Sprint nämlich auf alle Fälle mal. Oder soll ich ihn... Ich glaube, ich werde ihn jetzt mal mit dem Feuer... Feueratem kaputt machen. So, nochmal. Das macht aber überhaupt keinen Schaden. Wow. Oh oh, war das Patronax? Sorry. Das war jetzt mehr oder weniger mein Verdienst. Na gut. So, jetzt brauche ich aber... Ja, toll, man kann hier keine Drachenfallschreie reinbringen. Gut, dann muss ich Drachenfall vielleicht mal auf die Favoriten setzen. So, da haben wir es nämlich dann drin. Hoffe ich mal. DDE Drachenfall. Hier ist er. Also das ist... Ja... Das ist Alduin. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Shit. Jetzt. Wir machen ihn. Wow, shit. Das ging vielleicht ein bisschen nach hinten los. Boah, Alter. Wow, nee, nicht Patronax. Oh, muss der ausgerechnet immer in den Weg gehen? Ich hasse sowas. Immer gefälligst gegen den Endgegner kämpft, dann soll niemand hier auch nur irgendwie auf die Idee kommen, da... Naja, direkt sich vor meine Lunte zu stellen. Und wieder einer. Kritischer Schaden. Wieso habe ich denn immer kritischen Schaden gegen Alduin? Was ist denn hier los? Es ist anscheinend doch... Sehr viel effektiver, als man dachte. Komm schon. Ich darf mich nur nicht von dem beißen lassen, sonst habe ich ein echt großes Problem. Oh shit. Na komm schon. Bam, 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 bam. Oh weh. Was ist denn jetzt los? Was war denn das gerade für ein Schrei? Okay, speichern wir mal kurz zwischendurch. Man weiß ja nie, was noch passiert. Ach, das ist der Meteoritenhageschrei. Oh Gott. Da sollte ich vielleicht ab Beasley aufpassen. Vorher war es doch nur so schön stürmisch hier oben, aber jetzt. So, wo ist er denn? Vor allem muss ich den mehrere Male benutzen. Ist deswegen auch ein bisschen mies. Ich dachte, der stürzt einfach nach unten wie ein nasser Sack Stein. Wie ein. Wie ein Sack voll Steine oder wie ein nasser Sack. Ah, oh, herrlich. Ach komm, wir haben doch bestimmt noch bessere Magien als sowas. Wir haben doch bestimmt... Force Fire, genau. Genau, damit wird er niedergeburnt hier. Der kriegt jetzt die volle Breitzeit ab. Moment mal, ist das halt drin? Nee, ist nicht. Wow. Alter. Muss ich erstmal hier zurechtfinden. So. Der wird. Das ist so geil, einfach nur. Der wird derbst niedergemäht. So. Na, wo haben wir denn mal hier was? Eigentlich wollte ich den ja totschreien. Ich habe ja hier. Moment mal, wo haben wir denn mal was? Ba, ba, ba. Frostatem. Mal gucken, wie gut der ist. Okay. Frostatem funktioniert schon mal nicht so wie gedacht. So, Moment mal, das ist eure Chance, bla bla bla. Eisform hätten wir auch noch. Ja, ist ja klar. Was ist denn jetzt passiert?
Oh oh. So, Drachenfall, wo haben wir denn hier? Hier. Der fliegt irgendwie langsamer. Was ist denn hier los? Habe ich ihn getroffen? Habe ich ihn getroffen? Ja, ich habe ihn getroffen. Also dieses langsame Fliegen ist deswegen doch ziemlich fett. Sollte eigentlich nicht passieren, sowas. Du müsstest... Boom. Weil der hat im Grunde genommen keinen Auftrieb mehr und alles. Oder sind die Flügel wirklich so groß, dass es klappt? So, okay. Oh, shit. Dann hier noch ein bisschen... Ich mag es echt nicht, wenn die Kamera jedes Mal verrissen wird oder so. Das muss nicht sein. Hoppala. Oh, yeah. Sag mal, wo ist jetzt Alduin hin? Ach so, ich habe ja Eisform gemacht. Ja, yeah, jetzt habe ich ihn wieder. Da fliegt er jetzt so arsch langsam. Das Blöde ist halt nur, dadurch, dass ich den wirklich übelst oder eingefroren habe. Oh, ich kann doch nicht mal Magie raushauen hier. Na gut, wir warten jetzt einfach mal so lange, bis der hier... Bis der hier irgendwo gelandet ist. Na komm schon. Wird der jetzt mal schneller? Mein Gott. Aber das kann jetzt irgendwie nicht das Ende sein hier. Das ist ja mickrig, kann man sich ja fast schon. Ja. Na hoi. Ach so, ich kann ihn wirklich nur am Boden besiegen. Das ist ja gemein. Bam, 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 bam. Gleich mal noch ein bisschen rauszoomen hier. Also so macht das deswegen doch auch schon ein bisschen Spaß hier. Wow, bam. Was ist? Du kannst keinen Schrei nutzen. Ah, jetzt. Okay. Ich werde nicht fallen, wenn du von euch... Okay. Jetzt die Frage, wer ist Akatosh gerne mal gewesen? Alduins Fluch, hey? Der Gefallene. Ich sprich mit Patunax oder Arnsgeier oder Esban. Was jetzt passiert? Alduin. Wieso geht denn er nicht tot? Oh oh. Beinahe einen Falschen getroffen. So, was habe ich denn hier für einen... wo ist es denn? Was wollte ich denn machen? Ja, ich wollte eigentlich hier nach Quetz gucken, genau. Nachdem ich all den auf dem Gipfel, das heißt, bezwungen ist, ergriff er die Flucht, ich muss seinen Hort finden, bla bla bla. Okay, reden wir mal mit Patunax. Die Flucht, ja, natürlich. So, kann Patunax mal wieder hier landen? Das wäre ganz nett. Ich würde deswegen doch gern mit ihm, anstatt mit irgendeinem anderen von diesen Graubärten reden wollen. Na, lande doch mal. Mein Gott. Ist denn das so schwierig? Jetzt. Speichern. Lord Krongrach. Ihr habt wahrlich die Stimme eines Dovar. Ja, ja. Und die Macht eines Alten. Alduins Verbündete zweimal überlegen. Ja, es war kein wirklicher Sieg, denn er konnte entkommen. Es ist richtig. Dies ist kein endgültiger Krongrach-Sieg. Doch nicht einmal die Helden von einst konnten Alduin im offenen Kampf besiegen. Stimmt. Alduin war immer Pachlok, arrogant in seiner Macht. Uznagar, Paar. Er betrachtete die Herrschaft als sein Geburtsrecht. Stimmt das denn? Das sollte die Loyalität der Dorf, die ihm dienen, erschüttern. So, ich muss herausfinden, wohin Alduin verschwunden ist. Einer seiner Verbündeten könnte es uns sagen. Mutmahus. Aber es wird nicht so einfach sein, einen von ihm dazu zu überreden, ihn zu verraten. Mhm. Vielleicht die Hofkassiyun. Der Palast in Weißlauf, die Drachenfeste.
Jetzt wird's natürlich interessant. Sie wurde ursprünglich erbaut, um einen gefangenen Dovar zu beherbergen. Ein guter Ort, um einem von Alduins Verbündeten eine Falle zu stellen. Okay, der Herr von Weißlauf könnte da anderer Meinung sein. Ja, aber euer Zoom ist stark. Ich zweifle nicht daran, dass ihr ihn von der Notwendigkeit überzeugen könnt. Okay. Okay, und die Drachenfeste wurde erbaut, um einen Drachen einzusperren. Ja, das war vor langer Zeit, müsst ihr wissen. Damals gab es mehr von uns. Bevor die Brünike, die Akaviri kamen und all meine Seema töteten. Oh, das ist schade. Ich habe ihn damals gelegentlich besucht. Fast wahnsinnig geworden durch Einsamkeit und Gefangenschaft. Tiras, sie war's. Er erinnerte sich nicht einmal an seinen eigenen Namen. Ich weiß nicht, wie er gefangen wurde, aber der Bronjun, der Jarl, war sehr stolz auf sein Schoßtier, Park. Seither ist die Hofkasiun als Drachenfeste bekannt. Gut, ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen andere her, um sich ausbilden zu lassen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovahkiin. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulaag. Die Worte der Macht. Ah, okay. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Das ist ja echt nett. Ja, ihr meditiert über die Worte irgendwie. Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulaag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovahkiin? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Ja, jetzt die Frage, welches nehmen wir denn? Fuß, Feim und Joll. Lok Tu. Na dann, schauen wir mal kurz rein. Welches von diesen Dingern... Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, welches von den Dingern was ist. Okay, dann gucken wir mal kurz, was der Feueratem war. Okay, das war Joll. Okay, der läuft noch. Fuß. Na, es ist was anderes. Und... Fuß. Das ist es auch nicht gewesen. Also Fußkämmer, das ist von Fußrota. Feim haben wir auch. Oder? Ne, das war Joll beim Feueratem. Und... Kampfeswut war... No. Das ist auch nicht. Ich könnte vielleicht mal... Ja, ich gehe mal kurz in die Option rein, damit ich weiß, was ich hier überhaupt reinschreie. Gehen wir mal kurz unter Gameplay. Mal gucken, vielleicht ist es ja hier irgendwo. Anzeige von Untertiteln. Anzeige. Fähigkeit, Sichtweite, Personen, bla bla bla, Fadenkreuz, Dialoguntertitel, sonstige Untertitel. Normalerweise müsste das ja sehen. Moment mal. Vielleicht ist bei Audio auch nicht. Gut. So viel zu dem Thema. Es findet es also nicht. Also Fußhammer und Jollhammer. Ich weiß nur nicht, was Feim wäre. Frostatem wäre es auch nicht. Elementare Raserei. Du musst eine Waffe gezogen haben. Ja, ist klar. Die Waffe ist bereits verzaubert. Ist klar. Also ist es das schon mal nicht. Und Druckwelle?
Ah, es ist fetzig. Aber das ist es nicht. Nee. Tierfreundschaft, Sturmruf, Seelen.